Herzlich willkommen, dein Gitarrencoach Clemens. Und heute geht's um die Tabulaturen von Smoke on the Water. Also genau, ihr habt ja einfach in den Kommentaren auf meinem Video geschrieben, ihr wollt unbedingt die Tabs von Smoke on the Water. Hier sind sie und los geht's. Schauen wir mal das hier an. So, dann gehen wir hier los mit 5. Ich zeige es jetzt hier parallel an der Gitarre. Also ihr habt hier den ganz normalen. Jetzt gehen wir erstmal mit ersten Finger nochmal durch. Also hier 5. 5. Dann kommt also 5 auf der A, 5 auf 3 auf dem D. So, also jetzt kommt 5 auf dem D. So, dann kommt wieder Ausgang 5 auf dem A. So, dann wieder 3 auf D. Dann 6 auf D. Und wieder 5 auf D. Genau, so, und jetzt wieder Ausgang 5 auf A. Und wieder 3 auf D. 5. Und wieder 3. Und Ausgang mit 5. So, das wäre jetzt mal mit dem ersten Finger das Ganze gespielt. So, jetzt haben wir ja dann in dem anderen Video, was ja schon ziemlich erfolgreich ist, hier diese Double Stops dazu, also diese doppelte Note, diese Quarten. Jetzt spielen wir das Teil mal in Quarten. Da könnt ihr natürlich auch mit dem ersten Finger das Ganze in Quarten spielen, also immer hier den vom oberen Ton, von dem Führungston, den man jetzt hier aufgezeichnet habe, dann einfach immer die zweite Stimme, immer eine Seite drunter dazu. Also hier die doppeln wir jetzt hier in der Quartabstand, also 4 Töne Abstand, 1, 2, 3, 4, also hier nach unten. Oder halt nach oben tonmäßig. So, dann hätten wir hier natürlich auch die 5. So, also hier. Genau. Dann hätten wir hier die 3, 3. So, dann 5, 5. Genau, dann hier wieder 5. 3, 3. 6, 6, 5, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 5, 3, 3 und wieder 5, 5. So, jetzt haben wir unsere Quartakkorde. Und die könnt ihr jetzt natürlich alle mit dem ersten Finger spielen oder mir teilt jetzt dann auch kleiner auf.
So, also einmal jetzt mit dem ersten Finger in Barré-Technik oder ihr habt den ersten Finger wie so ein E-Moll. Wie so ein E-Moll. Da könnt ihr hier ein bisschen Verzierung machen, ein bisschen. Genau. So, das ganze erste, zweite Finger oder zweite, dritte Finger, wie du magst. Also einmal so. Genau, oder mit dem zweiten und dritten Finger. So, oder mit dem Barré-Finger. Also hier kippst du einfach, hier sieht man es so, und dann kippst du den Finger nach unten, wie beim Barré-Griff, F, oder beim kleinen Barré, F. Einfach den Finger über zwei Seiten. So. Und dann spielst du hier natürlich nur die zwei Seiten, die du hier abgreifst, hier oben. Zumindest die, die du spielst, immer D und A und D oder D und G. Um keine anderen Saiten geht's, um keine anderen Saitenpaare geht's. Und dann geht's noch weiter. Genau, das wäre jetzt quasi die absolute coole Variante. Wenn man jetzt hier schon ein bisschen fortgeschrittener ist, dann kann man jetzt hier, ich schreibe mal den Fingersatz dazu. Du hast jetzt hier den dritten Finger in Klammer, den vierten Finger in Klammer. Also hier. Dann 1-1. Hier würde ich 1-1 machen. So, also im Barré, also in dem Finger, der einfach hier von oben nach unten gekippt ist, so, auf die nächste Seite übergekippt ist, oder hier, genau hier, auf die Seite runter, die G-Seite gekippt, von der D auf die G-Seite gekippt. So. Dann wieder 3, 4 und das geht es dann wieder immer so weiter. Hier 3, 4, wieder 1, 1. Also es ist nur der Fingersatz, also das ist hier immer hier Finger. Fingersatz. Und das könnt ihr so übernehmen. Also hier ist auch wieder 3, 4, immer auf 5, 3, 4. Dritte und vierte Finger. Und hier auch wieder dritte und vierte Finger. Genau, und so weiter und so fort. Und ja, dann könnt ihr eigentlich den Song dann so spielen. Also hier 3, 4. Dann 1, 1, 3, 4, dann 3, 4, dann 6, dann wieder 3, 4, 1, 1, 3, 4, 1, 1 und 3, 4. Alright, also das ist eigentlich soweit alles. Und stay tuned. Dann bis zum nächsten Video, dein Gitarrencoach hier auf YouTube und die Videos rollen wieder. Schau immer wieder rein, up to date, stay up to date. Lass einen Daumen da, wenn dir das Video gefällt und kommentiere unten in die Show Notes. Abonniere meinen Kanal und habe Spaß an meinem Video und vor allem am Gitarre spielen. Bis dann, dein Coach Jojo.